Marius und Herr Müller. Also für mich ist es eine große Ehre, dass wir sprechen dürfen als Büro. Also ich bin einfach derjenige, der jetzt das vorträgt, aber das sind natürlich immer mehrere Leute, die in diesen Projekten mitarbeiten. Und ja, ich würde mal starten, den Bildschirm starten. Ich habe gesehen, es sind ganz viele Leute hier, die ich kenne. Hallo miteinander, auch teilweise Auftraggeber. Freut mich sehr, dass ihr teilnehmt. Ja, super. Jetzt muss ich noch den Knopf finden. So, Vorschau. Bildschirm freigeben. Los geht's. Also, Vortragsreihe heißt ja Nasse Füße und ich muss jetzt da weiterklicken. Genau, und nasse Füße hatte ich auch, als ich dieses Bild geschossen habe vor 2 Tagen, als wir da im Lockdown waren. Es hat bei uns auch einiges an Schnee gegeben. Ich habe gehört, im Norden auch. Ich möchte heute kurz ein bisschen erzählen, was wir tun, wer wir sind und woran wir glauben. Und ich werde starten mit unseren Credos, also nein, mit unserer Hintergrundgeschichte, wie wir entstanden sind, unser Büro, was eigentlich unsere Credos sind. Und dann werde ich mit 4 gebauten Projekten und 6 also ein projektiertes Projekt und 5 Wettbewerbsprojekten weitergehen und versuchen auf die Thematik von Digitalisierung im Bauwesen, aber auch was das für die Architektur bedeuten kann und vor allem der Nachhaltigkeit. Das ist auch der Titel der heutigen Reihe. Was könnte eigentlich eine Baukultur der Zukunft sein mit den neuen Prämissen? Wir sind ein Büro mit rund einem Dutzend Mitarbeitenden aktuell, auch aus verschiedenen Ländern. Wir sind 2014 gestartet und wir sind eigentlich 3 Partner, also der Stefan Oeschke links und der Michael Metzger rechts, haben uns hier im Basislager kennengelernt, also in diesem Containerdorf, in dem wir sind. Und wir haben dann ein Jahr, nachdem wir uns zusammengetan haben, haben wir mal so Talks gemacht und eigentlich andere Büros eingeladen, zum Fragen, wohin eigentlich bei denen so die Reise führt. Und haben das dann eigentlich dann auch so ein bisschen als Basis oder als Ansporn genutzt, uns mit uns selber also auseinanderzusetzen und haben da auch geguckt, ja, wir haben das andere Architekten schon gemacht. Also was sind die Limiten unserer Disziplin? Was gibt es alles für Rahmenbedingungen und wo wollen wir uns eigentlich in dem drin positionieren? Und das sind einfach Beispiele, die wir uns angeguckt haben, die uns erfolgreich waren und haben dann begonnen eigentlich mit unserer eigenen Analyse und eigentlich gemerkt, dass wir, sieht man meine Maus? Ich hoffe, das kann man sehen, mein Bildschirm. Kann mir da jemand kurz sagen, ob man das sieht? Das wäre gut. Ich kann sehen. Okay, super, gut. Also, dass wir eigentlich so im Architekturdiskurs uns 3 Partner eigentlich aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also, die CVs werde ich jetzt nicht vorlesen, das kann man sich alles im Hintergrund informieren. Aber wir haben dann verschiedene Backgrounds, wirklich auch aus verschiedenen Schulen, verschiedenen Überzeugungen auch. Und eigentlich, dass man da die Schnittmenge, wie wir uns da annähern und eigentlich was Neues kreieren möchten, was dann eben Jom ausmacht, das eben dann die Schnittmenge von den dreien ist. Und die Schnittmenge soll eigentlich auch mit der Zeit immer größer werden und eigentlich die Heterogenität, also in der Anfangsphase ist man vielleicht mehr am Suchen und dann mit der Zeit wird man dann vielleicht eher immer konsistenter. Und das war halt so 2016 und jetzt sind wir vielleicht so ein bisschen weiter. Und wir haben dann auch so die Projektorganisation, dass wir eigentlich immer für jedes Projekt einen verantwortlichen Partner haben. Einen sogenannten Götti, das ist der Pate, ist ein Schweizer Wort, und ein Externer, den Libero, der eigentlich von außen immer aufs Projekt guckt. Also jeder Partner hat ein anderes Projekt oder ist für ein anderes Projekt hauptverantwortlich und dann schauen verschiedene Leute drauf und teilweise rotieren wir dann auch in unsere Rollenverteilung. Eigentlich mit dieser Analyse haben wir dann auch den Foundation Award 2016 gewonnen. Das ist ein cooler Förderpreis von Vectorworks. Und das hat uns plötzlich auch eine ganz andere Ebene katapultiert, weil es auch viel Medienaufmerksamkeit gab, aber hat uns eigentlich auch in dem bestärkt, nicht weiter an unseren Themen zu suchen. Wir haben also dann auch teilweise an Hochschulen gelehrt oder unterrichtet in verschiedenen Konstellationen. Ich selber war bei Professor Dirk Hebel,
Der ist jetzt Professor für nachhaltiges Bauen an der KIT, also in Karlsruhe, aber die andere Institution. Und der war in lange Zeit an der ETH Zürich. Und da haben wir auch Semester gemacht, wo wir uns so mit der Zukunft des Bauens auseinandergesetzt haben. Und eigentlich immer abwechslungsweise ein Semester in einem Entwicklungsland, also in Kambodscha zum Beispiel, aber auch ein Semester halt in unserem Kontext. Und das war für mich persönlich und wieder so ein bisschen ein Weckruf, sich wieder mehr mit der Nachhaltigkeit und dem Bauen auseinanderzusetzen, was dann die Zukunft sein könnte. Und wir haben daraufhin dann so eine Serie organisiert, die heißt Form 2050. Wir haben wieder so Video-Interviews gemacht, also bei uns im Büro haben wir alle Leute eingeladen, Apéro, Fest und so, und dann über die Zukunft diskutiert mit verschiedenen Experten, einfach so, um auch ein bisschen Input abzuholen, eigentlich das Bauen mit neuen Rahmenbedingungen, das Thema Nachhaltigkeit wirklich zu verstehen, was das bedeuten könnte. Und das war dann eigentlich auch der Grund, warum uns das Magazin Werk Bauen und Wohnen eingeladen hat, etwas zu schreiben in einer Ausgabe im Klimawandel. Wir hatten eigentlich kein einziges nachhaltiges Bauwerk bis dato und wurden eingeladen, etwas zu schreiben. Das ist eigentlich super absurd. Kleine Rahmenbedingungen unten rechts, das ist unsere Kollegin oder Freundin Maria Pomianski, die hat diese Bilder, also diese wunderbaren Bilder, und war 2018 hat sie die Covers gestaltet. Ja, hier sieht man noch das Cover und das Originalbild. Das war eine Ausstellung, die wir auch mit organisiert haben. Item, und das hat uns eigentlich dazu geführt, unser Beitrag hieß dann Postfossile Architektur. Also es war eigentlich ein fiktives Projekt. Es gab nichts, was wir vorweisen konnten. Und wir dachten, ja gut, dann schreiben wir wenigstens was und versuchen uns irgendwie so einzureihen in einer Tradition, wo man eigentlich erstmal sein Feld absteckt und versucht, so 10 Punkte zu formulieren, wie denn die postfossile Architektur aussehen muss. Ja, das ist jetzt noch so ein Originalmanuskript, das noch das letzte, was noch editiert, das von der Redaktion zurückkam, und das wird jetzt dann ausgestellt, wahrscheinlich von der Ausstellung von Countdown 2030. Das sind auch Freunde von uns, der Claudio, der mit den Kids, der da sitzt, der organisiert das. Die haben eine Ausstellung, die engagieren sich sehr stark für so die zukunftsorientiertes Bauen. Und die sagen, man hat eigentlich nur noch 10 Jahre Zeit. Also noch viel, viel dringender, als sagen, wir haben irgendwie bis 2050 geguckt, die schauen bis 2030, weil im jetzigen Jahrzehnt muss es eigentlich passieren. Parallel zu diesem Textentwurf haben wir uns eigentlich auch stark mit den Entwürfen von Mies van der Rohe auseinandergesetzt. Der hat vor rund 100 Jahren diese fiktiven Hochhausprojekte gemacht und eigentlich dieser Aufbruch in eine neue Zeit mit neuen Materialien, also Glas, Stahl, fossile Materialien, wie kann man das übersetzen oder eigentlich das als Anlass genommen, eigentlich eine andere Art Architektur für uns zu entwickeln, was das bedeuten könnte. Und das war dann die Publikation eigentlich auf der ersten Seite, wie man es mit dem Klimawandel hält. Also ich war wirklich sehr überrascht, dass wir da was schreiben können. Aber es hat uns enorm Spaß gemacht. Und das ist eigentlich auch das, was wir heute noch glauben und eigentlich versuchen, in den verschiedenen Projekten umzusetzen. Ich meine, im Grundsatz ist es klar, wir müssen gucken, dass wir das CO2 runterbringen, weil sonst halten wir dieses 2-Grad-Ziel nicht ein. Also wir müssen eigentlich jetzt beginnen, diese Gigatonnen an CO2, die jährlich reinkommen, übrigens auch Methan, ist auch ein wichtiges Treibhausgas, dass man das runterbringt. Und Bauen ist einfach einer der größten Sektoren, weil man produziert, also der ganze Bausektor ist für rund 40% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich, also in Betrieb, aber auch in der Erstellung, vor allem Beton ist sehr CO2-intensiv. Und da müssen wir eigentlich neue Lösungen finden. Wir glauben, dass wir Architektur, als Architekturschaffende da einen Beitrag leisten können, wenn wir eigentlich die fossilbasierten Materialien, also Stahl, Beton, Plastik, Polymere eigentlich ersetzen durch Materialien, die natürlich nachwachsen, und da neue Lösungen, also vor allem nicht neue Lösungen technisch finden, sondern vielleicht eben eine neue Baukunst. Aber trotzdem brauchen wir die Ingenieure, und wir haben dann für dieses Hochhausprojekt uns mit Ingenieuren zusammengetan von TimberTech. Die haben ein System entwickelt, das heißt TS3, Timber Structures 3, und da kann man effektiv bis 20-geschossige Hochhäuser mitmachen. Also es war eine Partnerschaft für dieses Hochhausprojekt, das wir auch nach dem Traktat weiter bearbeitet haben. Und dieses System TS3 kann eigentlich ohne diese quer-aussteifenden Auskommen, weil die Knoten, also das funktioniert mit Cross-Laminated Timber,
das sind so Bretter, die also ich cross-laminated Thema, ich glaube, ihr kennt das, aber auf jeden Fall, das sind so Bretter, die geschnitten werden und dann quer verleimt. Und der Witz eigentlich an diesen TS-13 ist, dass man diese cross-laminated Timberbretter eigentlich verleimt und dadurch eigentlich diese Scheibenwirkung auf der ganzen Länge enthält, die eigentlich der Baustoff betonen kann durch die Armierung, kann eigentlich das cross-laminated Timber mit dieser Klebeverbindung eigentlich dieselbe strukturellen Eigenschaften oder sogar bessere strukturellen Eigenschaften ausweisen und mit diesen speziellen Knotenverbindungen dann eben auch diese Querkraftmomente aufnehmen kann. Da gibt es ganz viele Tests, die wir gemacht haben, und wir haben das versucht dann umzusetzen für unser Hochhausprojekt, wie das aussehen könnte, so eine nachhaltige Struktur mit diesem TS3-System. Also immer auch eigentlich Theorie, aber dann auch versuchen, das irgendwie praktisch mit den verschiedenen Partnern umzusetzen. Genau, und dann schauen wir auf unsere Bauwerke und dann fragen wir uns, ist es jetzt alles so nachhaltig, was wir gemacht haben? Ich möchte vielleicht auch die späteren, also das waren unsere beiden ersten Projekte, die wir gemacht haben. Ich werde vier Bauten vorstellen, wo wir immer versuchen, einen kleinen Aspekt der Nachhaltigkeit mitzunehmen, weil es ist ja immer auch ein Aushandeln mit dem Auftraggeber, wie weit der denn gehen muss, weil Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur aus der Umwelt, es besteht auch aus der Gesellschaft und es besteht auch aus der Ökonomie. Und in diesem Spannungsfeld versuchen wir eigentlich immer, die Grenzen so weit zu pushen, wie es möglich ist. Aber wir sind keine Extremisten, also wir suchen eigentlich immer so den Konsens, vielleicht wie Joe Biden hier. Genau, da sieht man so ein bisschen, wo unsere Projekte verteilt sind. Und das erste ist das Gobble, also das Einverleiben. Das ist so ein Haus, das hat den Titel erhalten, das Schöne im Hässlichen. Das war ganz ein schönes Doppel-Einfamilienhaus aus den 20er Jahren, das in Zürich steht, an der Ringstraße. Und eigentlich diese linke Hälfte wurde irgendwann in den später 80er Jahren, wurde da so ein Anbau angefecht. Und das hat im Quartier den Übernamen das WC-Häuschen erhalten. Das sieht auch ein bisschen so aus, hat diese merkwürdigen pinken Platten. Und das war so ein Büro das wurde umgenutzt in einem Bürobau. Also es war ganz so ein miefiges Ding. Und das mussten wir eigentlich zurückverwandeln wieder in ein Einfamilienhaus. Und das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, also momentan war der Eingang eigentlich hier, wir haben eigentlich den Eingang wieder zurückgenommen, also hinter das Haus, wo er früher war, also das wurde von hinten her erschlossen und das eigentlich wieder als Wohnraum, wie als Anbau eigentlich versucht zu nutzen. Eine der Interventionen war eigentlich dieses Einverleiben dieses Neubaus durch ganz einfache Interventionen, also eigentlich durch diese Fenster und diese Untersicht, in Weiß zu streichen, dass sich das verbindet und auch mit dem Weiß, was schon vorhanden war, eigentlich zu arbeiten, dass man einfach gar nicht mehr so genau merkt, was ist jetzt neu und alt. Und das lustigste Kompliment, was wir erhalten haben, das war eben von Claudio mit den beiden Kids, der hat uns gesagt bei der Besichtigung, das ist aber noch eine mutige Farbwahl mit den pinken Platten, das ist noch cool. Also eigentlich war dann auch das Ziel erreicht, dass eigentlich das Ding sich einverleibt wurde. Und wir versuchen eigentlich, das ist ein Low-Budget-Projekt, wir hatten jetzt nicht, wir können nicht das ganze Ding abreißen und neu machen, sondern wir mussten mit dem arbeiten. Und diese einfachen Interventionen haben dann genützt, dass man dann die Küche hier nach hinten genommen hat, wieder mit dem Eingang und dann diese Kontinuität von Raumkammern, wo wir natürlich ein Thema gesucht haben mit diesen Intarsien, die dann diese besonderen Räume auszeichnen und dann eigentlich der Außen, die Umfassung eigentlich von den Böden, das ist ein dunklerer Parkett, der zieht sich dann rauf, dann in die profaneren Räume. Und mit einem Farbkonzept eigentlich den Treppen, die eine Akzentfarbe hat, den Türen in die Wohnräume und dann den Türen in die Nasszellen, die wieder andere Farben haben. Und dann eine zweite Ebene sind so die ganzen, das Quadratthema, das ist das 80er-Jahre-Thema, dass wir etwas ad absurdum geführt haben mit den verschiedenen Mustern, Leuchten, die wir dann selber entwickelt haben, Türgriffen, der Eingangstüre, Platten, die wir dann verwendet haben. Genau, das war so ein bisschen das Versuch, eigentlich von dieses Cross-Pollination, also diese gegenseitige Bestäubung von diesem Bestand, der dann auf uns auswirkt, aber gleichzeitig versuchen wir mit unserer Intervention eigentlich den Bestand wieder zu
zu verfremden, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was ist jetzt aus welcher Zeit. Das ist dann der neue Eingang, der eigentlich wieder am alten Ort ist, wie man sieht. Also da war vorhin ein Fenster, das war der Eingang. Wir haben dann diese Türe neu gemacht, aber so im 80er-Jahre-Style, sage ich jetzt mal. Dann eben diese Wohnräume, die als Kammern funktionieren mit diesen Intarsien und man eigentlich gar nicht mehr sieht, dass es jetzt ein Anbau ist aus den 90er-Jahren. Und dann die verschiedenen, unsere Lampe, die wir eigens entwickelt haben und die Türen. Und dann die Bäder, die dann auch dieses Thema haben. Und dann zu oberst eigentlich die drei Akzentfarben, die zusammenkommen. Das war dann auch mal unsere Weihnachtskarte. Genau. Das zweite Projekt ist die Terrazza. Und das ist ein Projekt, das ist auch lustig, wie das passiert ist. Alle die Leute, der Thomas, der sitzt, glaube ich, im Publikum, die dieses Haus in Oberuzwil gekauft haben, also auch wieder eine Doppel-Einfamilienhaushälfte, also die Hälfte dieses historischen Hauses, das ist eine historische Aufnahme aus den 60er Jahren. Oberuzwil ist ein Dorf in Nähe St. Gallen, also in der Ostschweiz, mit einem Ausblick auf die Appenzeller Alpen. Also wenn man jetzt in die andere Richtung guckt, sieht man, hat man einen fantastischen Ausblick. Und die haben diese Hälfte gekauft, um sich dort, weil die wohnen jetzt in einer Wohnung in der Stadt und die wollten eigentlich so ein Pied-à-terre auch auf dem Land haben. Der eine Auftraggeber war, ist auch in der Nähe aufgewachsen und das war so quasi so ein wieder Homecoming. Und die wollten lustigerweise aber das Haus an der Ringstraße kaufen, haben das aber dann nicht erhalten damals, also ein Jahr vorher, und haben dann das gekauft auf dem Land und hatten dann auch die Idee, also dieses Haus, das war so der Zustand, da war so dieser verwunschene Garten, also relativ verwinkelt, ganz viele Pflanzen, mehrere komische Bauten, und die hatten dann eigentlich die Idee, mach doch so einen Anbau, wie ihr das in der Ringstraße gemacht habt, Doppel-Einfamilienhaushälfte, Anbau, wir wollen auch sowas, aber aus Glas. Und das war dann eine dieser Varianten. Wir haben dann aber auch eine Variante gemacht, wo wir eigentlich im Innenraum, eher so wie Sir Richard Soane, eigentlich so ein bisschen das durchlöchern und eher so Räume miteinander versuchen, in der Vertikalen zu verbinden. Das war so eine andere Variante. Und die dritte Variante war eigentlich, ja, guck, eigentlich ist die Terrasse ja das Attraktive. Also der Außenraum ist eigentlich das, was ihr wollt, weil die haben uns immer gesagt, die wollen im Sommer Partys schmeißen. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum sie, also ich unterstelle jetzt was, aber es war einer der Gründe, warum sie dieses Haus kaufen wollen. Und dann dachten wir, ja gut, also wenn eigentlich 20, oder nee, wenn das Haus eigentlich, der Footprint des Hauses nur knapp 20% eigentlich der Grundstücksfläche ausmacht oder weniger als 20%, dann müssen wir schauen, dass wir eigentlich den restlichen Teil inszenieren. Und das, die Gartenarbeit ist ja ein großes Hobby von einem der beiden Auftraggeber, und der andere hat ein anderes Hobby, der schaut gerne Formel 1. Ich tut mir leid, wenn ich zu viel Preis gebe hier, aber der schaut gerne Formel 1 und das macht so einen wahnsinnigen Krach, dass der sich in einen anderen Raum zurückziehen muss. Und das ist dieser Raum hier drüben, dieser Gartenpavillon. Und als wir das im Bau waren, haben sich alle Leute gefragt, ja, baut ihr hier eine Garage? Und die haben dann immer geantwortet, nein, wir bauen eine Kapelle. Und da waren alle mal ruhig und haben sie machen lassen. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch diese Öffnung, also darum ging es ja, diese Kontinuität zwischen dem Innenraum und dem Außenraum, eine komplette Öffnung zu erzeugen, dadurch, dass wir Türen und Fenster machen und eigentlich so wie ein umlaufendes Thema von Wandsegmenten auf diese Terrasse, die dann diesen Ausblick nach Süden freigibt. Und das bedeutet dann, dass es eben so Enfiladen gibt über diesen Terrassenraum hinweg, eine komplette Öffnung von der Küche. Und das ist dann quasi die Treppe, die in den Gartenraum runterführt und von hinten her dann dieser Kreuzgang und die Kapelle. Während dem Bau sieht man, dass man hier, wir haben die Dinger runtergeschnitten und haben dann versucht, wirklich sehr minutiös haben wir das geplant, dass das eigentlich kaum mehr sichtbar ist, also mit den ganzen Gesimsen, dass es auf der gleichen Höhe anschließt wie die bestehenden mit dem Beton. Und das hat dann auch mit dem Materialkonzept haben wir geschaut, dass die bestehenden Putzarten mit den Natursteinen und den Böden gut zusammenkommen.
Und das sind eigentlich das, was in den Bädern neu gemacht wurde, dann diese Dachschrägen, die dem Bestand vorkommen, dann auch im Neubau vorkommen durch die Schräge dieses Anbaus mit dem Ausblick eben auf die Appenzeller Alpen. Und dann in der Nacht diese integrierte Leuchte und die Vorhänge und eigentlich diese weiße Wandsegmente fassen dann diesen Raum. Und wir hatten das Glück, dass wir eingeladen waren an einem Sommerfest. Das hat tatsächlich stattgefunden, trotz Covid. Das war im Sommer, da waren ja die Fallzahlen tief. Das war ein fantastischer Sommertag. Und eigentlich das zu sehen, wofür man das gebaut hat, das war echt fantastisch. Ja, Swoosh, das ist eigentlich das Signet, Markensignet von Nike. Aber es war auch ein bisschen dieser Schwung, den wir gemacht haben in dieser Decke, in diesem Neubau, ein Holzbau in Luzern. Und eigentlich hat das eigentlich direkt mit dem Auftrag nichts zu tun, weil wir wurden beauftragt, oder diese Anlage bestehen aus mehreren Häusern von einem Kunstmaler, das ist der Hans Erni. Der hat in Luzern eigentlich sich selber damals in den 60er Jahren, 1966, dieses Haus erstellt, also nach modernistischen Vorbildern, hat das gezeichnet und dann ausführen lassen. Also er war gelernter Tiefbauzeichner, wollte Architektur studieren, hat das aber nicht gemacht, weil er wirklich malen wollte. Das war sein Hobby, die ganze Administration hat ihn nicht interessiert. Aber dennoch hat er sein eigenes Atelierhaus entworfen. Und dieses Haus ist eben Teil von mehreren, da ist immer wieder mehr was zugekommen, also ein Anbau hier, das Pförtnerhaus, dann das neue Haus. Und diese Terrasse war in einem sehr schlechten Zustand, das war so ein Überbeton, den mussten wir sanieren, weil das Wasser reingelaufen, wir haben die ganzen Plattenbeläge neu gezeichnet, das war überhaupt nicht nach Norm, also man muss ja die Fugen haben, dass das Wasser ablaufen kann und so weiter. Es gab hier noch ein Pavillon, wo er dann Freiluftmalerei gemacht hat, er hat dort die Wandbilder für die UNO hat er da drin gemacht, aber das war alles so ein bisschen alt, also es war wirklich baufällig, da wurde einfach lange Zeit nichts gemacht. Also, und wir haben dann diese Pavillon, also gewisse Kunstwerke wieder ins Pavillon integriert. Das war auch wieder eine Party. Also wir sind nicht nur an Partys. Das hat jetzt vielleicht einen Eindruck, dass wir nur Feste feiern. Das ist natürlich nicht so, aber das ist jetzt einfach die Möglichkeit, wo ich hatte, dieses Bild zu schießen. Und wir haben dann auch diese bestehende Kunstwerke dann auch in diese Terrassensanierung integriert. Das ist dann der Pavillon von außen, den wir angeglichen haben an den Bestand. Da war eigentlich ursprünglich anders. Ich habe leider kein Bestandesbild gefunden. Genau. Und dann gab es eben dieses Pförtnerhaus. Das sieht man links, der Zustand. Das war so ein Fertigholzbau, so eine Baracke. Und die war wirklich baufällig. Also die war nicht mehr zu retten. Die sollten wir erst sanieren, sondern haben durch einen Ersatzneubau ersetzt. Und hier sieht man eigentlich, dieser Swoosh ist eigentlich ein Baurechtstrick. Also wir hatten das Häuschen, das steht eigentlich, das hat den Plan vorher, ich kann es da leider nicht mehr zurück, das ist zu weit, aber es steht in Landwirtschaftszone und man darf eigentlich nur genau das Volumen wieder bauen, was schon war, also kein Zentimeter mehr. Und das war aber in der Bauingabe drin, diese Solarpanels, die da drauf waren. Die waren damals schon, die wurden damals in den 70er Jahren, haben die drauf gemacht. Das war Teil der Baubewilligung. Wir haben eigentlich diese Linie hier übernommen und daraus dann eigentlich ein Oblicht gemacht. Da ist jetzt auch, da ist glaube ich wieder Photovoltaik drauf. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Aber konnten einfach diese Linie aufnehmen. Und mit der ganzen Dämmung hat sich aber dann die Deckenstärke so erhöht, dass die Raumhöhe ein Problem war. Und wir haben dann eigentlich gesagt, ja gut, dann probieren wir wenigstens ein umlaufendes Lichtband zu machen, dass diese gedrückte Raumhöhe irgendwo räumlich wieder ausgeglichen wird. Also mit 2,30 Meter dann, dass das wenigstens noch gut belichtet ist. Und das war dann der erste reine Holzbau, den wir realisiert haben. Also einen ersten Schritt in Richtung postfossile Architektur. Und Holzbau muss dann eben nicht wie so ein Schalle aussehen, sondern das kann eben auch ganz modern auskommen. Also auch wenn wir uns da angleichen wollen, stilistisch an die klassische weiße Moderne, ist das damit möglich. Der Grund, warum wir auch schwarz und weiß gewählt haben, ist, dass der Hans Erni das in seinem Haus auch so hatte. Er sagt, Farbe, die bringe ich rein mit den Bildern.
das Haus hat sich unterzuordnen und wir haben dann eigentlich die ganzen Küchenmöbel und so weiter in diesem dunklen Schwarz gemacht, das sich dann wiederum abhebt von der weißen Struktur und diesem nach Norden ausgerichteten Oblichtband, die dann diese Raumhöhe wieder wettmacht. Hier noch ein Baustellenbild, dass dieser Swoosh geliefert wurde und dann, dass das verputzt war und bevor da die letzten Finishes drauf kamen. Supplement, das ist eigentlich ein Schweizer Wort, das bedeutet Nachschlag oder Zusatz. Und das war eigentlich auch das, was wir vorgeschlagen haben bei diesem Auftrag. Da waren Auftraggeber, die hatten ein Haus in Kilchberg, also im Zürichsee gekauft, das ist dort, wo die Lindt-Schokolade herkommt. Und die hatten, das war so ein Haus aus den 50er Jahren, das sind echt drei identische Häuser, man sieht das vielleicht da ganz klein. Nicht 50er, es ist auch aus den 30er oder frühen oder späten 20er Jahren. Also so ein, ja, also kein jetzt, also eigentlich ein modernes Haus, aber nicht so krass modern im Ausdruck. Und also das eine, hier sieht man eigentlich gleich drei Möglichkeiten. Hier wurde es abgerissen, hier steht es noch so, wie es ist. Also das sind Ersatzneubauten. Und die wollten das eigentlich sanieren und wir haben gesagt, ja, warum könnte man da nicht einen Aufbau drauf machen? Also dieses Extra, diesen Wow-Room, wie sie ihn genannt haben, also diesen Wow-Effekt, wenn man da raufläuft, ein Supplement. Und das ist dann auch das, was wir gemacht haben letztendlich, also ein Holzaufbau, also Dach weg, Holzaufbau drauf. Und dann hat man ja architektonisch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, also technisch ist das alles machbar, man nimmt das weg, macht einen Holzbau, in einem Tag ist das montiert mit dem Lastwagen, wird das angeliefert. Aber wir hatten eigentlich, das war der Bestand innen, also das war dunkel, das war verändert worden, also es war längst nicht mehr alles original, außer die Treppen, aber die haben viel verändert, gemalt und so weiter. Und die wollten, also die Bauerschaft wollte das auffrischen und heller, moderner haben. Und dieser Treppenraum war für uns eigentlich so ein bisschen das Rückgrat von diesem Haus. Also wenn man dann mehrere Geschosse dann auch in den Aufbau raufgeht, wie gestaltet sich die Raumfolge, wenn man da raufgeht? Wie bringt man eigentlich diese verschiedenen Gebäudeteile zu einem? Und da haben wir ganz viele Modelle gebastelt und man kann wirklich sagen, gebastelt. Also auch auf dem Bau war das ein Gebastel. Also das sind ganz unterschiedliche Bauweisen. Wir mussten Stahlträger einziehen. Wir hatten diese Hurlis-Decken, die nicht hielten. Wir haben Fenster, Löcher aufgeschnitten. Wir haben Bauteile geschützt. Also es war wirklich so ein Umbau, es ist ein ziemlicher Bastel. Aber von der Haltung her ist es natürlich schon gut, weil man reißt das Ding nicht ab, sondern man kann die Bauweise, also man kann das verwendete Material weiterverwenden. Also man hat eigentlich die graue Energie, die verwendet wurde damals, um das Haus zu erstellen, nimmt man mit. Und das ist auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, diese Materialkreisläufe zu berücksichtigen. Und genau, das ist in der Treppenraum, wenn man dann raufgeht, also dass man eigentlich gar nicht mehr sieht, das ist jetzt der neue Teil, das ist die alte Treppe, die einfach frisch gestrichen wurde und dieser schwarze Handlauf und die Abdeckung, die bestehen waren, diese Schränke, ist dann eigentlich wie so diese Verbindung in den oberen Raumteil auf dieses Supplement, auf diesen Dachaufbau rauf. Und wir haben auch im Modell uns, also im 3D-Modell uns viele Gedanken gemacht, wie soll man eigentlich diesen Dachaufbau, also es war immer klar, dass wir das in eine neue Einheit führen wollen. Aber es war auch klar, dass das dann kompositorische Fragestellungen sich auftun. Wie geht man mit dieser neuen Volumetrie um und welche Art von Öffnungen will man und was für Öffnungen machen überhaupt Sinn in diesem ganzen Zusammenhang? Und da haben wir mit vielen verschiedenen Modellen uns auseinandergesetzt. Es gab verschiedene Varianten auch vom Dachaufbau, die sich aber baurechtlich nicht als so machbar herausgestellt haben, also vor allem wegen dieser Viergeschossigkeit, die da hier erzeugt wird. Also es gab ganz viele Varianten, aber eigentlich immer so mit dem Bestreben, dieses Neue und das Alte zu verweben. Also es zieht sich ein bisschen wie so ein Faden durch unsere Umbauten, dass wir eigentlich nicht so gerne preisgeben, was ist jetzt Bestand, was ist neu, sondern wir versuchen immer so ein neues Ganzes aus dem zu machen. Und eine der Überlegungen war, dass wir zum Beispiel in den Wohnräumen außenbündige Fenster einbauen,
dass wir eben diese Rundfenster haben in den Badezimmern und dann auch mit diesen Geländern, die so aus der Schiffsarchitektur, also ja, angelehnt sind an Schiffsarchitektur, dass das quasi dieses nautische Thema auch mit dem Zürichsee durchaus passt. Und ein Grund, die Öffnungen zu setzen, war zum Beispiel dieser, also wir hatten hier, es gab hier dieses Eckfenster in diesem Arbeitsraum im ersten Obergeschoss und wir wollten eigentlich, das kann man in Fotos eigentlich fast nicht nachstellen, also es gibt eigentlich wie diesen Diagonalbezug quer durch das Haus hindurch. Also man kann so diagonal jetzt durch das Haus, also von dem Zimmer sieht man auf den See, aber vom Büro sieht man dann auch wieder zurück ins Quartier und auf die Straße. Also das war so ein starkes Moment, das wir haben wollten. Gleichzeitig haben wir aber Mauern auch zugemacht. Hier haben wir rausgeschnitten und die Öffnung verlängert. Oben waren wir relativ frei. Da sieht man auf dem Bau. Also wir haben eigentlich zugemauert und aufgeschnitten, wo es einfach auch vom Innenraum her Sinn gemacht hat und auch mit den Ansprüchen von der Bauherrschaft, also wo sie Privatheit wollten, haben wir gewisse Dinge geschlossen, weil das Haus wurde ja damals gebaut und da standen die Nachbarn vielleicht nicht noch so dicht nebenan. Und da sieht man jetzt den Wohnraum mit den außenmündigen Fenstern, wo es die Fensternischen geht. Also auch hier quasi einen Mehrwert, also ein Supplement zu schaffen, auch im Wohnraum oder mit einer neuen Gebäudehülle, die gedämmt wird, also die eigentlich eine größere Leibungstiefe ermöglicht und so einfach einen neuen Umgang mit dem Bestand gefunden werden soll. Genau, das ist dann das Badezimmer im Aufbau, wo das Rundfenster integriert ist. Lustigerweise, also wir behandeln ja alle Projekte mit der gleichen Sorgfalt. Also man kann nicht sagen, dass wir irgendwie ein Projekt sagen, ah, das wird jetzt super und da machen wir jetzt alles gut und beim anderen machen wir jetzt nicht so gut. Aber lustigerweise hat dieses Projekt bei den Medien extrem Anklang gefunden. Also wir hatten hier unseren ersten Covershot, olé, in der Hauseigentümer Zeitung. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Omen ist für uns, ob wir besonders hauseigentümerfreundlich sind, aber es hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und eigentlich hat ja alles nur angefangen mit dem Wunsch von der Bauherrschaft, in der Garage eine Küche einzubauen, was wir natürlich selbstverständlich gemacht haben. Wir haben diese Küche eingebaut und auch den Eingangsbereich weiter geöffnet. Das war ja vorher dieses dunkle Thema. Gut, jetzt vielleicht zu einem Projekt, das aktuell in Bearbeitung ist oder jetzt dann im Bau, also in Realisation sich befindet. Pinecone, das ist ein Tannenzapfen. Und das war immer das Leitmotiv dieses Projektes. Das Haus befindet sich in Zürich-Wittikon, das ist ein Stadtteil von Zürich, etwas erhöht mit einer Einfallsstraße. Also hier kommt man vom Greifensee her kommend, kommt man stadteinwärts, fährt man an diesem Haus, an diesem Grundstück vorbei. Also es ist nur so eine städtische Situation, aber kein Blockrand, also es sind Einzelbauten. Und was man natürlich hat eigentlich, also man ist gut erschlossen, das ist sensationell, man hat Nähe an Einkaufsmöglichkeiten, Bus fährt durch, super, aber man hat natürlich auch die Emissionen vom Straßenlärm. Und der Straßenlärm und die ganzen Lärmschutzverordnungen, die dazu kommen, die sind gut, weil man will die Leute schützen vor Lärm, aber sie sind gleichzeitig auch grauenvoll. Es ist ein gigantischer Diskurs, der jetzt da stattfindet. Eine Freundin von mir, die das wissenschaftlich untersucht, ist auch bei uns im Publikum. Das ist wirklich etwas, was die Architektur maßgebend determiniert, diese verschärften Lärmschutzvorschriften. Trotzdem versuchen wir dann jeweils immer aus diesen schwierigen Themen ein architektonisches Thema auch zu finden. Und in dem Fall, weil hier eigentlich die Belastung ist, muss man eigentlich immer nach hinten rückwärtig lüften. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch so Regeln. Und das führt dann eben zu diesem Tannenzapfengrundriss, also das ist dann die Parkseite. Also man sieht hier, es gibt so eine innere Gartenwelt, das gehört eigentlich diesem Grundstück da hinten. Da hat er seinen Biotop und Gräser und so. Und man profitiert eigentlich rückwärtig von dieser Seite nach Südwesten oder Nordwesten. Und gegen Süden, Südosten hat es dann diese Straße und da macht das Haus eher zu. Und das sieht dann im Grundriss auch so aus, dass man eben eigentlich jedes Zimmer rückwärtig lüften muss. Also man darf zwar hier aufmachen, aber man muss immer für den ganzen Raum eine schallabgewandte Lüftungsmöglichkeit sicherstellen.
Genau. Und das ist jetzt der Publikationsplan. Das ist der Baurechtsplan. Also das hat sich dann auch so ein bisschen gedeckt mit den Anforderungen von den Mehrlängen. Also es ist eigentlich wirklich ein Zirkus. Also wie man diese Mehrlängen berechnet. Also wir haben dreimal diesen Plan eingeben müssen, weil halt die ganzen Mehrlängenzuschläge, also ab einer gewissen Gebäudelänge muss man einen Zuschlag für den Grundabstand haben. Und da war die Frage, ja, wird das von der Grenze ausgemessen oder vom Haus aus? Es gab noch gar keinen Präzedenzfall eigentlich, der so komplex war wie diese Form. Darum mussten wir das jetzt mehrmals einreichen, aber es ist jetzt durch. Und das ist eigentlich dieser Baurechtsplan mit diesen Abständen. Ja, genau. Und auch der Haustechnikplan. Also wir versuchen dann irgendwie die ganzen Ebenen immer zusammenzubringen. Also dass ein Leitbild von den Tannzapfen dann auch funktioniert, dass man in der Mitte diesen Kern hat mit der Lüftung. Also wir bauen mit nach einem Minergie-P-Standard, das ist ein Lüftungs-, also Energiestandard mit integrierter Lüftung. Aber das Problem zum Beispiel in der Haustechnik ist, wenn man das in den Beton, in den Massivbau integriert, dann werden zum Beispiel Decken stärker höher, weil man die ganzen Lüftungsrohre integrieren will. Und wir haben das jetzt mit herabgehängten Decken gemacht, wo man eigentlich dann den Luft, das Lufteinblasen in die Räume eigentlich von diesen herabgehängten Decken machen kann. Und die, der Absauge, die Absaugung dann jeweils zentral in den Nassräumen funktioniert. Und so hat man eigentlich in diesen Kernen eigentlich die ganze Haustechnik drin und die Gebäudehülle dann eigentlich relativ, und vor allem die Decken frei von Haustechnik. Also die Idee der Bauteiltrennung ist ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. Genau, aber wir versuchen dann auch hier mit Materialien zu bauen, die einen gewissen, also Nachhaltigkeitsanspruch haben. Also wir werden eine Sichtbacksteinfassade machen, kein Klinker, sondern Sichtbackstein. Der wird bei weniger hohen Temperatur gebrannt als der Klinker, also bisschen weniger, ja, weniger CO2 kann man sagen, sehr dauerhaftes Material, wo wir mit verschiedenen Steinhöhen und Mauerverbänden arbeiten werden. Auch hier, wir hoffen immer noch, dass der wilde Kaiser hier unten reinzieht. Aktuell ist es halt nicht so klar mit Corona, ob da sich ein Pächter findet, aber das ist jetzt noch, steht noch ein bisschen in den Sternen. Und wir arbeiten lustigerweise jetzt nicht mehr so stark im Modell, sondern mehr so mit 3D, wo wir die ganzen Innenmaterialitäten erarbeiten und uns entwickeln. So, ich sehe jetzt, dass wir in der Halbzeit sind. Das ist gut. BIM. BIM ist vielleicht das Thema, was wir immer wieder gefragt worden, ja, macht ihr BIM? Ja, was ist denn BIM? Ja, BIM ist super, BIM ist doof. Und eigentlich, wir brauchen diese Werkzeuge. Also wir sind der Überzeugung, nicht, dass BIM die Zukunft ist, sondern die digitalen Werkzeuge die Zukunft sind. Also neue Werkzeuge eröffnen uns neue Möglichkeiten. Und wir wurden 2017 eingeladen, um mitzumachen beim ersten digitalen Studienauftrag. Also ein Wettbewerb, der rein digital juriert wurde. Also nicht mit einem traditionellen Gipsmodell, wie das üblich ist, sondern halt rein auf 3D-Bildschirmen. Da gab es verschiedene Teams. Das ist ein ehemaliges Industrieareal in der Nähe von Basel. Und das ist ein Entwickler, also die Halter, die haben das gekauft, ehemaliger Industriebetrieb Van Berle, die machen so Silikate. Und da gab es 8 Teams, die mitmachen konnten und dann wurden verschiedene Baufelder, also erst gab es einen städtebaulichen Wettbewerb, wo alle mitmachen konnten und nachher gab es verschiedene Baufelder, wo immer 2 oder 3 Teams mitmachen konnten, dann für die einzelnen Baufelder. Und diese Jurierung hat dann wirklich nur auf so Touchscreens stattgefunden, also das ist jetzt ein Auszug aus der Broschüre von Halter, also dem Entwickler. Und die preisen das natürlich als die Lösung an jetzt für die Zukunft des Architekturwettbewerbs. Ja, wir haben da mitgemacht, wir haben auch 3D-Modelle abgegeben und ja, im Grundsatz war das eine lehrreiche Erfahrung für uns. Ja, wenn man dann beim VR-Room rumlaufen kann und das Projekt fliegen kann, ist das durchaus lustig.
Wir haben uns aber dann schon, es war am Anfang von unserem Bewusstsein, wie wichtig Digitalisierung vielleicht sein könnte. Und wir haben aber dann trotzdem im Entwurf dann analog gearbeitet mit Skizzen, haben eigentlich traditionell Wohnungstypen entwickelt, verschiedene Themen aufskizziert, haben versucht zu begreifen, was dieses BIM denn bedeuten könnte. Also wenn man so ein 3D-Modell macht, natürlich hat man dann die ganzen Auszüge, man hat die Übersicht, man sieht das Bauwerk viel besser. Aber für den Entwurf eigentlich haben wir jetzt nicht per se gefunden, dass uns das jetzt irgendwas bringt. Also klar, wir haben halt schneller die Maßauszüge, aber es ist ja eher ein Vorteil für den Entwickler und jetzt, also für den Besteller. Wir haben den Vorteil für uns jetzt nicht direkt gesehen. Wir haben einfach versucht, interessante Typologien zu entwickeln, haben 3 Häuser für dieses eine Baufeld dann entwickelt und versucht, eine Vielfalt an Wohnungen hinzukriegen, haben aber eine relativ radikale, serielle Architektur entwickelt. Also man sieht dann, wie das visualisiert wurde. Also das ist die Visualisierung, die man dann kriegt in diesem VR-Room. Die wurden uns zugesendet. So sieht euer Projekt aus. Und eigentlich als Architekt will man sich ja irgendwie noch ein bisschen was dazu überlegen zur Materialität, was das für einen Charakter geben soll. Wir haben uns dafür diesen Industriecharakter, hat uns dann schon interessiert. Also es gab so eine Farbvorgabe aus dem Städtebauprojekt heraus, was wir dann nicht gewonnen haben, sondern Jessen Vollenweider, ein Basler Büro, sehr ein gutes Basler Büro, nicht Herzog de Meuron, es gibt auch sehr gute andere Basler Büros. Und wir haben uns dann von der Farbwelt inspirieren lassen, die dort im Industriebetrieb ist. Und wir probieren ja eben so einen Nachhaltigkeitsaspekt reinzubringen in unsere Projekte und haben mit Stone Cycling, das ist ein holländischer Hersteller von Recycling-Backsteinen, und die haben so verschiedene, die machen aus verschiedenen Abbruchmaterialien, machen die neue Backsteine. Da gibt es dann so verschiedene Granulate, die sie wieder neu pressen. Und das gibt dann so Steine mit Namen wie Salami oder Nougat. Und wir haben dann gedacht, ja, das wäre eigentlich cool, jetzt dreht mein Mäuschen hier, es wäre eigentlich cool, mit dem Abbruchmaterial vom Van Berle-Areal einen eigenen Stein herzustellen, der eigentlich dann auch charakterinformierend sein könnte für die ganze Siedlung. Das war so unsere Materialidee in dem Zusammenhang, also eigentlich nichts mit BIM zu tun. Ich sehe jetzt, dass wir hier, dass ich hier so ein, boah. Okay, da hängt was. Ich mache schnell einen Abbruch. Fangen wir nochmals an. Ich muss da nochmals den Bildschirm freigeben. Kleinen Moment. Irgendwie ist es hängen geblieben. Da sind wir wieder. Darstellung, Ansicht, Vollbildmodus. Genau. Oh ja, kann ich jetzt meinen Screen sharen? So. Gut. Seht ihr das jetzt? Kann jemand schnell den Daumen heben, ob das gesehen wird? Gut, danke schön. Okay, also das war eigentlich, und dann hat uns auch diese Ästhetik eigentlich von diesem BIM-Modell oder wie das dargestellt wurde, irgendwie interessiert. Und wir haben dann uns gefragt, ja, kann man irgendwie daraus auch eine Ästhetik irgendwie für die Darstellung entwickeln? Und haben dann versucht, irgendwie mit diesem Backstein den da reinzurendern in diese BIM-Ästhetik, die uns vorgegeben, die einfach da war. Und wir haben versucht, mit dem irgendwie zu arbeiten, waren super fasziniert von dieser Serialität und diesen harten, industriellen Backsteinfassaden, dieses harte Ding, das haben wir total cool gefunden. Dieser Hof, der dann auch so gerendert wurde, wie wenn es aus dem BIM-Modell kommt, was ich überhaupt nicht stimmt, weil das ist ein Riesenaufwand, dieses Rendering so zu produzieren. Aber wir haben es einfach total irgendwie ästhetisch versucht, auf das einzulassen. Was dann effektiv gewonnen hat, ist dann aber sowas. Also der Hof, also die Darstellung eigentlich komplett, ja, wie ein regulärer Wettbewerb, viel abstrakter eigentlich, das Gebäude, die Landschaft, die dominiert, die Gebäude auch ein bisschen vielfältiger. Ja, jetzt nicht, es ist jetzt nicht eine Architektur rausgekommen, die jetzt anders wäre, also wenn es kein BIM-Wettbewerb wäre, oder wenn man das jetzt anschaut.
Also wir haben nicht gewonnen, aber wir haben irgendwie versucht, jetzt dieses Potenzial von dieser BIM-Ästhetik und von diesem Recycling-ID und diesem Genius Loki irgendwie aufzunehmen. Das waren so die ersten Gehversuche mit Digitalisierung. Was uns dann aber interessiert hat, war dann eigentlich in einem anderen Wettbewerb, den wir gemacht haben mit einem Partner von uns, also einem Partnerbüro oder Freunde von uns, Sebastian Ernst aus Berlin, wo wir uns gedacht haben, gut, also wir können jetzt einen anderen Städtebauwettbewerb mitmachen. Jetzt, was bedeutet, also es war kein BIM-Wettbewerb in dem Sinne, sondern was würde es bedeuten, wenn wir wirklich quasi den Städtebau durch digitales Entwerfen, also mit digitalen Tools entwerfen, kommt dabei was anderes raus, als wenn wir das manuell denken, also wenn wir das traditionell denken. Und genau, das war so ein bisschen der Satz von Giuseppe Tomasi Lampedusa, der uns im Hinterkopf schwang in diesem Film. In Kemberg, Hünenberg, das ist bei Cham, das ist der Zugersee, das ist jetzt ein Blick Richtung Süden, das ist eigentlich diese Fläche hier, zwischen in diesem Einfamilienhausquartier, was drei Grundeigentümer hat, und dieser Hang, für diesen Hang braucht es einen Masterplan, also einen Projektmasterplan. Und da wurden wir eingeladen, mitzumachen. Und was uns sofort aufgefallen ist, ist, dass eigentlich dieser Wald hier oben, also dieser Freiraum, hier ist zwar eine Nationalstraße dazwischen, aber die ist so versenkt und hinter dem Wald, und man hat so hier eigentlich den Zugang vom Quartier in diese Freiräume, also hier oben auch, hier kann man wunderbar joggen und so. Und diese Verbindung eigentlich vom See unten rauf zum Wald. Es gibt wie keine durchgehende Verbindung. Und es gab aber so einen Spittel, der hier freigelassen werden musste, so eine Waldabstandslinie, weil das galt irgendwie als Wald, so eine Freifläche. Und eigentlich war eine Idee geboren, dass man diesen Freiraum eigentlich diagonal quer durchzieht und dann eigentlich wie so zwei, einen oberen Teil und einen unteren Teil hat. Das war so die erste Idee. Es braucht eine Querverbindung im Freiraum an diesem Hang. Also so ein Schlittelhang, der eben nicht nur hier stattfindet, sondern also man kann eigentlich von zu oberst bis zu unterst durch. Und das Zweite war dann eben auch, es gibt so einen kleinen Fluss, dass man eben den Fluss auch noch mitnimmt und eigentlich, dass der dann hier, also so ein kleines Bächlein, so ein Rinnsal, dass man das mitnimmt, quer rüber. Das war die erste Idee. Und dann hat unser Kollege Ernst hat dann begonnen mit Rhino-Scripts, das mal zu skripten. Wie sieht das aus, wenn die Dichte zum Freiraum hin abnimmt und am Rand zunimmt? Und die zweite Prämisse, die wir gemacht haben, also wir wollen die Seesicht optimieren. Und wenn man jetzt einfach, das ist diese Aussichtskonus, wenn man die Häuser hintereinander hat, dann hat man eigentlich, schaut man eigentlich an den Rücken, und wenn die versetzt sind, hat man den Freiblick. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass das an der Stelle Hünenberg, Kanton Zug, das ist eine sehr steuergünstige Gemeinde. Also unsere These war auch, dass eigentlich hier Öffentlichkeit eigentlich nicht wirklich funktioniert. Das sind Leute, die kaufen da was, also das war nicht ein Mietszenario, sondern ein Verkaufsszenario. Wenn man da was kauft, da will man für sich sein, also eigentlich die Öffentlichkeit ist vielleicht eine öffentliche Straße und eben dieser Raum, der eben dem ganzen Dorf dient. Also, dass das eben nicht nur so eine partielle Öffentlichkeit entsteht, sondern eben eine übergeordnete, fast raumplanerische Öffentlichkeit und Vernetzung. Und das waren so die Prämissen, die wir gemacht haben, und das kann man dann programmieren mit dem Grasshopper. Da ist wirklich, der Sebastian ist da sehr, sehr versiert. Das ist etwas, was wir leider nicht selber können. Und wir haben dann begonnen, aber immer in enger Zusammenarbeit mit ganz vielen Skype-Konferenzen, das zu entwickeln. Wie kann das sehen, wenn das polygonal ist? Wie sieht das aus, wenn man dann Straßen reinmacht? Dann gibt es dann diese Plots, die versetzt zueinander sind mit diesen Straßen. Also es gibt dann automatisch eine ganz andere Geometrie, und da kann man in diesem Script kann man anpassen, ob man dann mehr oder weniger Häuser hat pro Feld, bis hin zu, dass dieses Rhino-Script dann sogar mit den richtigen Höhen die so generische Häuser programmiert. Also das war so mal die Basis, auf der wir eigentlich parametrisch, das erste Mal, dass wir eigentlich richtig parametrisch entworfen haben,
zusammen mit unserem Partner in Berlin. Und das ist dann so dabei rausgekommen, also diese Maximierung der Aussicht durch dieses Versetzen, der Freiraum, der mit dem Fluss umgelegt wird, mit den beiden Waldstücken und dann eigentlich alles dann verbunden mit diesen Kraktus, also spinnenartigen gemeinsamen Tiefgaragen und diesen ganz vielen individuellen Häusern. Und da gibt es auch wie verschiedene Haustypen, also es gibt Haustypen, wo zwei Parteien drin sind. Es gibt solche, die nur, also weiter oben sind dann die exklusiveren, größeren Villen. Und ganz wichtig für uns war aber, dass diese Straßen wirklich durchlaufen, also dass hier eine Verbindung stattfindet. Also nicht eine Art baumförmiger Städtebau, wo einfach Dead End, also Sackgassen stattfinden, sondern dass das wirklich Vernetzungen gibt in beide Richtungen. Und dann aber das Private, was aber wieder zusammengehalten wird durch diese Geometrie, die wiederum dann mit den Abstandsvorschriften dieser individuellen Häuser dann ermöglicht. Also das war so unsere grobe Idee mit dem, dass es dann auch verschiedene Haustypen geben kann. Wir haben uns dann begonnen, selber dann auch gewisse Haustypen zu entwerfen, exemplarisch. Also eine große Villa, die dann Typ A ist, wo wirklich eine Villa für mit großem Wohnzimmer, mit Galerie, mit Einlegerwohnung unten. Das ist ein möglicher Typ. Dann gab es einen Typ, wo man quasi zwei Parteien drin hat, hintereinander. Also das ist so eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, der Typ. Das ist der Typ B, die anderen Villentypen. Das ist mit den Häusern hintereinander, also die beiden Einheiten hintereinander, wo die eine Einheit quasi das Dach hat, also von hinten eigentlich darüber kommt und die Dachterrasse hat und dafür die untere Einheit dann den Garten. Und der andere Typ, wo die zum Beispiel nebeneinander sind. Also das gibt eigentlich wie aufgrund der Parzellenform gibt es automatisch unterschiedliche Haustypen und wir betonen eigentlich die Heterogenität des Quartiers, die ja schon vorhanden ist, fügen aber ein städtebauliches Muster ein, was quasi private Aussicht maximiert, dadurch eine Wertsteigerung gibt und sichern eigentlich eine raumplanerische Achse, die eigentlich für die gesamte Öffentlichkeit da ist. Gewonnen hat dann dieses Projekt hier, was genau alles anders gemacht hat, hat dann wie Dead End Straßenplätze, also so Plätze gemacht, wo dann die Häuser dran sind, orthogonal, diesen Restraum hier gelassen. Also ja, gut, also ich will es jetzt nicht werten, aber es hat halt genau das Gegenteil von dem gewonnen, was wir hatten. Aber wir sind also wirklich sehr stolz eigentlich auf diesen Entwurf. Das war für uns so ein bisschen ein Durchbruch, dass man sagen kann, wenn das so gebaut würde, hätte man das vom Weltall aus gesehen. Aber vielleicht auch nicht. Also sieht man es dann im Schwarzplan, es verwebt sich mit der ganzen Umgebung und gleichzeitig ist es dann auch nicht so klar, ob diese Häuser genau so ausgesehen hätten, weil man hätte dann nur die Parzellierung gemacht und da wären dann verschiedene Architekten frei gewesen oder jeder Eigentümer hätte quasi mit seinem eigenen Architekten das bauen können. Also das wäre die Idee gewesen, das wäre zusammengehalten worden durch eine gemeinsame Umgebungsgestaltung mit den gleichen Natursteinen. Das war so die Story. Ein anderer Ort, wo wir auch mit digitalen Technologien gearbeitet haben, das war bei diesem Projekt, wo wir einen Kindergartenwettbewerb mitgemacht haben in Winkel. Das ist in der Nähe vom Flughafen Zürich. Also man sieht hier auf die Landepiste, das ist diese Parzelle hier, das ist eine Schule, hier ist noch so eine, glaube ich, eine privat-sonderheilpädagogische Schule. Also eingepfercht zwischen diesen verschiedenen Kontexten hier mit Zugang, den man gestalten musste, eigentlich diese Parzelle stand zur Verfügung da oben. Und wir wollten eigentlich sehr früh so etwas Mineralisches machen, so eher so eine Art Erdarchitektur, die Topografie mitnehmen, haben dann verschiedene Thesen aufgestellt und haben dann, das ist vielleicht so der wichtigste Punkt, mit diesen Kuppeln entschieden uns, mit Kuppeln zu arbeiten, konstruktiv, weil uns das interessiert. Und man sieht eigentlich den Kraftverlauf, dass das problematisch ist, eigentlich, wenn man runde Bögen macht, also das ist die Kraftlinie und das sind Rundbögen, also eigentlich müssen die parabolisch, die Kraftverläufe optimal sind. Es gibt ein Tool von Professor Philipp Block und seinem Research-Team, die Block Research Group, das heißt Rhino Vault, das ist ein Rhino-Plugin für so Kuppeln und damit kann man eigentlich fast jede beliebige Kuppel machen, die dann rein
druckbelastet funktioniert. Also es ist unglaublich, was für Formen man generieren kann, rein, indem man die Druckkraftverläufe berücksichtigt. Und das ist eigentlich wirklich neu, dass man mit Rhino eigentlich so eine exakte Berechnung hat. Also vielleicht kennt ihr Projekte von Eladio Dieste. Das ist ein Architekt, der in Südamerika sehr viele, sehr viele so Kuppelbauten gemacht hat, beispielsweise. Das ist einfach Next Level hier. Also Philipp Block ist vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Armadillo Vault, die an der Biennale in Venedig 2016 ausgestellt wurde. Das ist eine reine Druckkonstruktion aus Naturstein. Genau, und das hat uns dann interessiert. Also wir waren total fasziniert davon. Ich hatte natürlich mit Philipp Block auch über Dirk Hebel, also im Lehrstuhl, viel zu tun. Wir haben gemeinsame Seminarreisen gemacht und wir haben versucht, das umzusetzen. Also eigentlich eine super, super dünne Backsteinschicht, also ein Dach, was super dünn ist. Eigentlich, hier kommt natürlich noch die Dämmung drauf und eigentlich in zwei Richtungen gebogen ist. Dann diese Kuppelserie, wo dann die Kindergartenräume, die Gruppenräume drin sind, die sich dann so präsentiert. Darunter ist dann der Hort, also die Tagesstruktur. Und dann eigentlich aus dieser Kuppel die Aussicht nach Westen, Hang runter. Und das diese Schotten, in denen sich das stattfindet. Und quer dazu dann, also es gibt dann hier diese Enfilade von Räumen entlang der Fassade. Also wir haben nicht gewonnen. Aber es war auch so ein Projekt, wo wir versucht haben, mit parametrischem Entwurf so umzusetzen, dass es eben auch, sage ich jetzt mal, für einen Schweizer Kontext oder für eine Swissbox funktionieren könnte. Ein nächstes Projekt, das ist ein Schulhauswettbewerb, den wir kürzlich gemacht haben in Luzern, wo wir auch versucht haben, ans Limit zu gehen, was konstruktiv möglich ist. Das Schulhaus ist in Litau, also das ist, da gibt es einen schönen Altbau, einen 60er-Jahre-Bau und eigentlich dieser Teil hier, diese Turnhalle, jetzt von der anderen Seite, es sind verschiedene Turnhallen auf verschiedenen Geschossen, gibt es so ein Feuerwehrdepot, also für die Feuerwehrautos und so eine Hanglage mit den Sportplätzen unten. Und eigentlich diesen Teil hier konnte man abbrechen. Man dürfte auch das abbrechen, aber es hat für uns einfach keinen Sinn gemacht. Und wir haben uns dann entschieden, eigentlich einen, und das war ein immenses Raumprogramm, was noch dazu kommen muss. Also wirklich irgendwie, was waren das nochmal, 12 Klassenzimmer zusätzlich plus Heilpädagogik, plus also ganz viele verschiedene Programme, plus eine Dreifachturnhalle, also so ein olympisches Basketballfeld. Und wir haben uns dann entschieden, einen großen Körper hinzustellen, der das Ganze quasi löst. Das ist ein Komposit von diesen verschiedenen Funktionen, der aber dann diesen Schulhausplatz hier aufspannt und abschließt und eigentlich dann auch mit dieser Treppe den Höhenversatz zum Sportplatz auch übernimmt. Und in diesem großen Komposit drin gibt es dann die verschiedenen Programme, also die Schule, die noch erweitert werden kann, in dem Fall um ein zusätzliches Geschoss. Es gibt eine Aula, die hier stattfindet, also so ein Musikraum, Konzertsaal mit Aussicht natürlich, dann eben die ganzen Schuldienste, Kindergarten, also wieder ein Doppelkindergarten hier, die Sporthalle und Vereinsräumlichkeiten, also für Sportvereine, dass die auch Feste feiern können, eine kleine Küche für Events, wenn jetzt da ein Sportanlass ist auf dem Platz, dass man hier noch eine Küche hat. Das ist der Schnitt, das ist ein Riesending, so ein Kompaktling. Es gibt ja viele so Schulhauswettbewerbe aktuell in der Schweiz, wo man dieses Riesenraumprogramm unterbringen muss. Also es gibt dann wieder diesen Kern, der durchläuft und der andere, der oben anschließt. Und da sieht man nochmal im Plan, wie irrsinnig groß das eigentlich ist, dieses Volumen. Aber was eigentlich das Interessante ist, ist die Überspannung von diesen Sportfeldern unten. Also für uns jetzt konstruktiv in dem Fall. Hier sieht man nochmal von unten genau diese Möglichkeit, hier rauszustuhlen. Also rauszugehen, ist wie eine Adresse von unten her an diesen Sportplatz auch. Und vom Pausenplatz her eigentlich dann die andere Seite. Natürlich auch immer der Versuch, auch mit einer Photovoltaik, also ein kleines Kraftwerk zu machen, dass die Photovoltaik quasi ein Teil der Gestaltung ist und wie so eine Art neue
Vordacharchitektur entstehen kann. Wir haben das auch im reinen Holzbau gedacht. Und das war dann eigentlich die spannende Frage, wie kann man diese Überspannung von dieser Sporthalle machen mit einem reinen Holzbau? Und wir haben da uns mit den Ingenieuren ausgetauscht, mit Design to Production auch. Das sind diese Ingenieurs, aber vor allem auch ein Produktionsingenieurbüro. Also die stellen eigentlich die Schnittstelle sicher zwischen dem industriellen Vorfabrikation und dem Design und dass das ineinander passt. Also dass man eigentlich oder im Zug aktuell ist es ja so, dass man alles vergießt, also mit Beton, und eigentlich die vorfabrizierte Holzbauweise bei sehr großen strukturellen also Holzstrukturen, die quasi größer sind als die reguläre Tafelbauweise, da braucht es einfach ein größeres Know-how, als was jetzt ein reguläres Holzbauunternehmen bringen kann. Und Design to Production schließt eigentlich so diese Schnittstelle. Also es ist auch, die haben Wissen von der Produktion, aber auch vom Ingenieurswissenschaft. Und eigentlich war dann die spannende Frage, wie gestalten wir diese Träger, die diese Halle überspannen? Geht das überhaupt in Holz? Und das war die 5 Tage vor Abgabe. Wollten wir das unbedingt noch hinkriegen? Und haben dann uns in vielen Skizzen und Visualisierungen ausgetauscht, wie müsste dann die Form sein? Und das ist auch wieder eine Suche. Also wie kann man so einen Träger gestalten, dass das in der Logik von der Holzbauweise für diese Spannweiten funktioniert? Letztendlich war es dann eben kein Virendel, sondern ein Fachwerk, das dann mit wirklich Riegeln von 120 Zentimeter auf, was war es, Breite von 60 Zentimetern laminiertes Buchenholz, um diese Kräfte aufzunehmen. Also eigentlich enormer Aufwand, aber es ist möglich. Also das so mit diesen Dimensionen kann man das bauen. Also man hat in Querrichtung diese gigantische Holzstruktur, wo dann in Längsrichtung dann diese 3 Felder dann wieder durch Cross-Laminate, also durch Brettstapel Holzträger. Genau. Das ist der Fachbegriff. Also diese Brettschicht-Holzträger, diese massiven, die sind, glaube ich, 1,20 Meter dick jetzt an dieser Stelle. Und das ist dann eigentlich dann auch das Dach des Kindergartens. Also eigentlich diese Struktur wird dann für den Kindergarten dient als Vordach. So, ich merke, ich werde ein bisschen müde. Wir nähern uns dem Ende. Kleine Klammerbemerkung, der Sieger dieses Wettbewerbs, das ist auch ein junges Architekturbüro, die haben dann eine ganz andere Strategie gewählt. Die haben eigentlich die verschiedenen Teile der Schule aufgeteilt und eine reine Holzbauweise gewählt. Und jetzt kann man sich natürlich selbstkritisch fragen, oder ist jetzt dieser Aufwand, so ein Komposit zu machen, also so einen riesigen Baukörper, so ein Kompaktling in Holzbauweise, macht das überhaupt Sinn? Also ist quasi die Effizienz, die man gewinnt durch eine kleinere Fassadenabwicklung, dadurch, dass man ein kompaktes Volumen macht, ist es das wert, diesen statischen Klimmzug zu machen mit dieser aufwendigen Holzkonstruktion? Also wir wissen es nicht. Wir forschen oder wir versuchen eigentlich, diese Fragen zu beantworten, aber eigentlich muss ich jetzt persönlich sagen, ist das fast cleverer, was die gemacht haben, indem sie das aufteilen, weil man einfach, vielleicht muss man auch sagen, das geht vielleicht, macht das vielleicht keinen Sinn in Holz. Man könnte es zwar machen, aber da muss man sich auch fragen, ist es dann immer sinnvoll? Und genau, da kennen wir die Antwort eben auch nicht immer. Okay, zweitletztes Projekt. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Das ist ein Wettbewerb, den wir gemacht haben in Meggen. Meggen ist auch in der Nähe von Luzern mit dem Blick auf den Vierwaldstätter See. Und vielleicht kennt ihr den Ort es gibt die Kirche von Franz Füeck, wo er mit dem Naturstein, also mit dünn geschnittenen Natursteinplatten, diese wunderschöne Kirche gemacht hat, so eine modernistische Kirche aus den 60er Jahren. Die steht ganz in der Nähe, die steht weiter hier weiter östlich.
dieser Wettbewerb, da wurden wir eingeladen, um mitzumachen für eigentlich eine Überbauung hier entlang dieser Luzerner Straße, auch wieder so eine Einfallsachse in die Stadt Luzern, die hier rechts liegt. Hinten dran gibt es hier diese Sportfelder. Und hier ist eine, das sind, es gab dann auch zwei Phasen, also man muss eigentlich eine Überbauung finden für die ganze Länge. Und auf der Parzelle ist, das gehört einer Gärtnerei, also den Blumen Mugli. Und die haben da auch lange Zeit Blumen gezüchtet, aber heutzutage werden die Blumen einfach aus der Niederlande mit dem Lastwagen angekarrt. Also dass man die Blumen noch in der eigenen Gärtnerei züchtet, das gehört der Vergangenheit an. Und im Prinzip braucht es nur noch ein Ladenlokal. Und die haben einfach gemerkt, wie ganz viele Leute, die Land haben für Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe oder Gewerbebetriebe, die merken jetzt halt, dass man einfach mit Immobilien ja einfach besser fährt. Das ist halt so eine Entwicklung, vor allem an so einer zentralen Lage, wo man auch einen schönen Ausblick hat. Und was uns interessiert hat, eigentlich in dem Zusammenhang, Blumen, Architektur, Pflanze, Architektur, Stoffwechsel, war für uns ein No-Brainer. Was würde es bedeuten, wenn wir Häuser wie eine Pflanze oder wie Pflanzen konzipieren würden? Was bedeutet das? Und da sind wir eigentlich schon viel näher am Kern von dem, was wir mit postfossiler Architektur erreichen wollen. Also eine Pflanze, die nimmt Kohlenstoff auf, macht durch die Photosynthese, macht sie Sauerstoff und nimmt Nährstoff und Wasser aus dem Boden und produziert dann das, ja, das pflanzliche Stoff, Holz, Zellulose. Ein Haus kann natürlich nicht Zellulose produzieren, aber ein Haus kann auch mit der Sonnenenergie über Photovoltaik Elektrizität machen. Mit dieser Elektrizität kann man eine Wärmepumpe betreiben. Dadurch kann man Wärme entweder im Winter ins Haus zuführen oder im Sommer das Haus kühlen. Und man kann eine Lüftung betreiben, wo man dank Wärmerückgewinnung auch wieder einen Effizienzgewinn hat und eine Frischluftzufuhr, was zum Beispiel durch die Straßenlärmbelastung kann zum Beispiel eine Lüftung, also es ist jetzt gesetzlich, bringt uns das nichts in der Schweiz, aber kann natürlich für den Komfort ein Vorteil sein. Und da wäre eigentlich das Ziel oder quasi die auf der Energieseite, also wir haben global oder im Bausektor haben wir kein Energieproblem, wir haben Energie genug, in der Form von Sonne, die auf die Erde trifft. Also man muss nur genügend Photovoltaik machen. Wir haben ein Ressourcenproblem und wir haben ein CO2-Problem. Also wir müssen wirklich gucken, dass das CO2 runtergeht. Das heißt, wir hatten jetzt auch die Ambition, so zu bauen, also mit Holz zu bauen, einen reinen Holzbau zu machen, auch hier wiederum, der aber sich in der Struktur sich vielleicht ein bisschen flexibler gestaltet und dank den geringen Spannweiten auch vielleicht ein geeigneteres Projekt ist als so ein riesen Schulhausbau, der unterschiedlich große Räume miteinander kombinieren muss. Und hier haben wir dann die Analogie der Blume eigentlich schön gefunden, unseren blumenartigen Grundriss, also ein bisschen cheesy, tut mir leid, aber wir versuchen immer so einfache Bilder zu finden, die aber auch genügend stark sind, um so ein Projekt zu tragen. Aber das hat sich eigentlich geholfen, weil diese Ohren von diesen Blumen haben dann eigentlich auch geholfen mit den Balkonen, also wir haben dann so einen Rhythmus vorgeschlagen von diesen leicht unterschiedlich geformten Häusern und dann eigentlich dank diesen Balkonen dann auch die genügend Schallreduktion stattfinden, dass man die Räume eben doch noch lüften kann. Und eigentlich immer ein Thema, dass man den Ausblick eigentlich auf diesen See, den man gesehen hat am Anfang, dass man über den Tages, also von der Küchenbar aus, über den Tagesbereich hinaus diese Aussicht hat und dann den Nachbereich eher rückwärtig und den Kern. Und so haben wir es dann eigentlich auch versucht, möglichst gleichartige Wohnungen mit möglichst gleichartigen Qualitäten zu entwickeln, die eben dieses Eckwohnen mit dem Balkon haben. Mit einer möglichst flexiblen, offenen Struktur und der Haustechnik, die zentral gefasst wird. Das sind ja wieder sich wiederholende Themen, aber dass eigentlich das Pflanzen, also was die Pflanze mit den Blättern macht, die Photosynthese, dass das unser Haus eben mit den Schuppen oder mit eigenen Blättern macht, also mit einer Photovoltaik an der Fassade. Und da gibt es ja mittlerweile verschiedene Siliziumzellenhersteller,
die auch durchgefärbte, verschiedenfarbige Zellen konfektionieren kann, maßgenau. Und da haben wir wirklich versucht, jetzt ein Blätterkleid zu entwickeln für dieses Gebäude, was wir fanden, was da passen würde mit dieser Form, was eben auch durch diese Bänderung diese Balkone wieder in die Gesamtform einbindet. Ja, gewonnen hat dann hier ein Projekt, das eigentlich die bestehenden Häuser imitiert. Also eigentlich von unserem Aufbruch in so ein postfossiles Zeitalter, dass eben sich diese neue Technologie eben auch zeigen soll, zeigen darf, dass das eben ein Paukenschlag, dass es eben losgeht, dass wir eben was Cooles machen können, was komplett anders aussehen kann, als was wir bisher gemacht haben. Wir sind davon überzeugt, dass es solche Projekte braucht, um diese Art von neuer Architektur, diese Baukunst für ein postfossiles Zeitalter wirklich zu pushen. Und ja, und eben, dass dieses Bäuerliche, was dann irgendwie bei dem Gewinnerprojekt da außen in den Fassaden quasi gespielt wird, dass das so dörflich tut. Wir haben einen Holzbau, also wir bauen mit dem aktuell eines der nachhaltigsten Materialien, Holz, dann muss man das ja nicht verputzen. Man hat es ja, also soll man das auch zeigen können. Und mit natürlichen Materialien wie zum Beispiel Schiefer, Boden kann man dann auch die einstrahlende Sonne, kann sich dann auch am Boden aufwärmen. Also im Winter wärmt sich der Raum auf, ohne dass man den überhaupt heizen muss. Also wie können wir mit natürlichen Materialien eine Architektur machen, die eben spezifisch ist und nicht nur alte Bilder probiert zu kopieren. Also das ist uns jetzt hier vielleicht, sind wir fast am weitesten gegangen. Und das ist natürlich bei uns immer noch eine Suche, was die richtige Ausdrucksform sein kann. Aber wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir hier an etwas dran sind, wo wir einfach ganz viele Kollegen auch mitnehmen wollen auf die Reise. Es ist einfach so, dass das noch nicht in der Mitte angekommen ist. Jetzt zum letzten Projekt. Und ich sehe, ich bin ein bisschen am Überziehen. Also ich werde jetzt da noch schnell durchgehen. Wir sind jetzt knapp ein Viertelstunden dran. Ich hoffe, die Leute sind noch bei mir. Das Projekt SMART, das ist vielleicht das umfassendste Projekt, was wir im Bereich Nachhaltigkeit machen durften. Wir konnten uns qualifizieren für einen Studienauftrag, also einen Wettbewerb in Obersiegenthal, das ist in Baden, also nicht Baden-Baden, sondern Baden-Kanton Aargau. Da baut Mario Botta dieses neue Thermalbad. Und das hier ist die ABB, also die Braun-Boveri-Fabrik ursprünglich. Und da gibt es diese Brücke, die auf die andere Flussseite der Limmat führt. Und der Auftraggeber sind die Regionalwerke Baden, also die ein Energielieferant. Und die haben dieses Grundstück hier, was irgendwie durch lustige Zufälle in ihrem Besitz geblieben ist. Also die hatten ganz viele Grundstücke um ihre Kraftwerke herum. Und die haben die irgendwann in einem Transfer an die Stadt Baden übergeben, also vor vielen Jahren. Und weil dieses Grundstück noch nicht in der Bauzone war, blieb das einfach im Besitz. Und plötzlich war das auch in der Bauzone nach der letzten Revision. Und die haben sich gefragt, was sollen wir jetzt damit? Und die haben was ganz, ganz Cleveres gemacht. Die haben gesagt, ja gut, wir machen jetzt einen Wettbewerb für den Wohnungsbau, weil es ist eine Wohnzone, aber wir möchten eigentlich ein Showcase haben für uns, für eine smarte Wohnsiedlung. Und das war ganz ein lustiges Wettbewerbsprogramm. Also wir hatten eigentlich, die wussten gar nicht, was das ist. Die haben dann von Smart Grid ganz viele Schlagwörter da reingenommen und waren total begeistert im Programm, aber es tönte so ein bisschen, es war einfach sehr viel techniklastig. Und wir haben uns dann gefragt, was bedeutet, also was sind so die Zukunftstrends, was sind so die Megatrends? Das war so unsere Analyse. Also wenn wir quasi auf die 2000-Watt-Gesellschaft wollen, also das ist eines der Ziele, oder auf die Energiestrategie 2050, das ist die Strategie vom Bund, also von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, wie wir bis 2050 eigentlich unseren Energiehaushalt machen müssen, also frei von CO2, dann brauchen wir
eine Reduktion des Verbrauchs pro Person und Jahr bis 2050. Und was sind jetzt die Megatrends? Also man wird weg von den fossilen Energie kommen. Ah nee, Moment, das ist hier. Also man wird Gebäude wird man kompakter bauen müssen. Man wird die individuelle Mobilität reduzieren müssen, mit dem Abfall hin zu zirkulären Kreisläufen machen, man wird weg von Fossilen gehen zu Erneuerbaren und die zentrale, das ist vielleicht das Wichtigste, also wenn wir die Energiewende schaffen möchten und wir können sie schaffen, also das ist ganz klar, braucht es eben auch andere Art von Stromnetzen. Aktuell ist alles darauf ausgelegt, dass man zentral ein paar große Kraftwerke hat, die einfach Strom ins Netz reinballern. Und dann hat man Konsumenten. Und eigentlich müssen die Häuser zu Produzenten, also muss eigentlich das, die Häuser als Teil des Netzwerks verstehen von Produzenten. Und das ist natürlich für die Kraftwerke ein gigantisches Problem. Also ein Kraftwerksbetreiber verdient aktuell Geld, indem er Kilowattstunden verkauft. Und weil wir aufgrund der vielen neuen erneuerbaren Energie, die täglich ans Netz geht, aber die alten Kraftwerke sind immer noch im Netz, fallen die Strompreise. Das heißt, ein Kraftwerkbetreiber oder ein Energielieferant kann eigentlich, also einerseits muss er weniger Strom verkaufen und andererseits wird der Strom immer günstiger. Sie haben ein wirtschaftliches Problem. Und wir haben dann gesagt, gut, wir möchten als Vision für diesen Kraftwerkbetreiber eigentlich Showcase machen, dass man 100% regional sich versorgen kann, aber in einem Netzwerk von lauter smarter Häuser. Also man kann das nicht allein schaffen, aber wir wollen das mit diesem Bauwerk zeigen, dass eine höhere Wertschöpfung resultiert. Also anstatt, dass man jetzt Atomstrom in Frankreich einkauft und den für ein paar Rappen oder ein paar Eurocents teurer weiterverkauft, einfach und dann das Netz quasi so finanziert, ist einfach in der Eigenproduktion mehr Wertschöpfung drin. Und das andere ist auch, dass die smarten Services, also wenn man kleinere, kompakte Grundrisse macht, dann kann man sich vielleicht durch Services, zum Beispiel durch Lieferdienste, durch Putzservice, durch zubuchbare Räume über eine App, kann man neue Geschäftszweige oder vielleicht auch durch eine Elektromobilitätsdienstleistungen, durch Kraftwerke auf den Häusern. Das ist eigentlich der Punkt, wo diese Regionalwerke hin müssen, wenn sie überleben möchten. Und dann haben wir uns gefragt, was bedeutet smart? Smart ist, und für uns hat das dann bedeutet, also es muss sozial sein. Wir müssen die Frage der Reduktion ernst nehmen. Die Frage ist, wo sind dann die wenigen Kostentreiber? Und wichtig für uns ist, ein Nutzer liest keine Bedienungsanleitung. Also ich habe kürzlich ein neues Gerät erhalten, also so ein Schoppenwärmer, also so ein Fläschchenwärmer für meine Kinder. Und ich musste erst diese Bedienungsanleitung lesen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Ich habe keine Lust, Bedienungsanleitungen zu lesen. Ich will einfach intuitiv verstehen, wie das Ding funktioniert. Und das muss der Anspruch sein. Also das ist, was Apple vor 12 Jahren verstanden hatte, sie das iPhone lanciert haben. Es braucht keine Bedienungsanleitung. Du brauchst keinen Pen. Du machst es mit dem Finger. Jedes Baby oder jedes einjährige Kind kann ein iPhone bedienen. Das ist wirklich so. Und so müssen wir eigentlich auch die Architektur denken. Und wir müssen dann im gleichen Zug versuchen, möglichst viel regional, also nicht nur die Energie, sondern vielleicht auch die Ressourcen, möglichst aus einem kleinen Bezugsradius zu finden. Und das ist für uns Architekten eigentlich das Interessanteste. Die Primärenergie, aber auch eigentlich, ob ein Haus langfristig genutzt werden kann, ob es mehrere Lebenszyklen hat, ob es 100 Jahre, 200 Jahre steht oder nur 30, hat zu 90% mit der Typologie zu tun. Also ob die Architektur genügend flexibel ist oder vielleicht nicht mal flexibel, sondern genügend schlau konzipiert, dass sie eben diese verschiedenen Lebenszyklen überleben kann, dass sie eben
Ja, warum sind Gründerzeithäuser so beliebt? Irgendwie ist die Raumstruktur so, dass das einfach verschieden nutzbar ist. Man kann eine Arztpraxis, mein Zahnarzt ist im Obergeschoss von einem Gründerzeithaus. Das funktioniert genauso gut wie eine Wohnung. Und ich glaube, so müssen wir auch wieder mehr über Architektur nachdenken. Was dabei rausgekommen ist, ist dann eigentlich relativ, also zwei abgetreppte Volumen, die dann die Aussicht auf den Fluss möglichst ausnutzen, die im Kern, das wird man sehen, noch so zentrale Treppenhäuser haben und dazwischen diese Werklobby. Darauf komme ich noch. Also hier, wir binden uns ans Energienetz, Fernwärme, Gas, Strom, es gibt eine Power-to-Gas-Anlage, integriertes Mobilitätskonzept, Photovoltaik in den Fassaden, vielleicht Erdregister, kleine Wohnungstypen, also kompakte Wohnungstypologien, oh, jetzt bin ich hier gesprungen, tut mir leid, und diese einfachen Schottenstrukturen. Und die Werklobby ist dann eigentlich dieses Extra, was zwischen den beiden Häusern sich aufspannt. Hier kann man dann neue Wohn-Arbeitsformen testen. Das wäre jetzt natürlich in Zeiten vom Lockdown super. Man kann hier sein Homeoffice einrichten, sofern man alleine hier drin ist. Aber das ist dann quasi dieses Extra, was man hat. Man kann sich das dazu buchen. Es soll dann Screens geben, wo man automatisch den Energieverbrauch sieht, vielleicht welcher Nutzer wie viel im Ranking ist, wer am wenigsten verbraucht. Man kann dann vielleicht hier mit einem großen Touchscreen ein Auto buchen. Also es ist dann auch so ein sozialer Hotspot und offen für alle Bewohner. Das ist eigentlich das Plus, was man automatisch dazu haben soll, weil man relativ kompakte kleine Grundrisse hat. Und dann haben wir dann hier auch die ganze landschaftliche Einbindung. Hier gibt es dann so Sitzstufen, wo man dann auch an den Fluss kann. Es gibt eine schöne Ausstiegsstelle, wo man dann vom Flussbaden aussteigen kann. Genau. Und eine Reduktion von den Parkplätzen. Also es sind, glaube ich, über 44 Einheiten und wir reduzieren die Parkplätze auf 24. Das ist eigentlich fast nur durch so Sonderbewilligungen möglich. Man sieht hier weitere, das ist dann das Erdgeschoss mit der Werklobby, dem Fahrradabstellraum, den gemeinschaftlichen Waschküchen, zubuchbaren Räume, also wir haben jetzt Floristik, Bibliothek, Büro, wir haben da so verschiedene zubuchbaren Angebote und eben diese zwei zentralen Treppenhäusern, wo dann diese verschiedenen Einheiten dran sind, die sich dann im ersten Obergeschoss dann auflösen, also das sind die Baukörper frei. Ja, und das ordnet sich dann kreisförmig um diese zentralen Treppenhäuser an. Zu oberst dann mit der Möglichkeit hier auszutreten mit einer gemeinschaftlichen Dachterrasse, die von hier aus, also zu oberst zum Treppenhaus, auch wieder so als Bonus zumietbar ist. Also wir wissen alles noch nicht genau, wie es funktionieren wird. Wir sind erst dran jetzt mit der Projektierung. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand. Und auch die Frage, ob der Grundriss, ob jetzt das Schlafzimmer hier oder hier sein muss oder ob man das eher vielleicht nutzungsneutralere Zimmer hat, die man verschieden bespielen kann, das sind so typologische Fragen, die wir uns jetzt stellen. Also wir haben einfach den gleichen Raster, der genügend breit ist, dass verschiedene Funktionen stattfinden können. Ja, das sind so die typologischen Fragen, die wir uns stellen. Und zu oberst, ah, die Dachterrasse haben wir hier nicht mehr. Warum haben wir die nicht mehr? Anyway, das war die Idee, dass hier vielleicht auch noch eine Möglichkeit gibt, einer gemeinschaftlichen Nutzung. Aber die gegen Süden ist natürlich attraktiver. Ja, hier sieht man nochmal die Typen, die eigentlich über diese, also teilweise über diese Laubengänge erschlossen sind, in dem Langhaus oben und in dem Punkthaus zentriert diese radial um den Kern organisierten und den runden Treppenhauskern organisieren. Und das ist natürlich jetzt, da interessieren sich ganz viele Leute für, wie das passieren kann. Wir sind auch gespannt, wie es weitergeht. Aktuell, das wird in einem Gestaltungsplanverfahren, das ist ein baurechtliches Verfahren, wo man zuerst quasi, weil das braucht eine Sondergenehmigung aufgrund der Erschließung, weil hier mehr Verkehr wird und da sieht man, hier wird unser Projekt raumplanerisch auf das Essentielle zusammengefasst. Ich finde es dann immer so traurig,
wenn das quasi die Quintessenz des eigenen Projektes ist, ein paar rote Linien und Buchstaben und ja, und Punktelinien, wo dann die Punkteflächen, wo der Grünraum kommt. Aber wir haben jetzt parallel dazu, konnten wir mit dem Lehrstuhl von Arno Schlüter an der ETH Zürich, konnten wir im Rahmen eines interdisziplinäres, also integriertes Designprojekt mit den Studenten, konnten wir im letzten Semester das Zero Carbon Housing Baden Semester machen, wo wir geschaut haben, was bedeutet es wirklich, netto null CO2 zu bauen. Was bedeutet das tatsächlich? Also die haben das berechnet. Wie kann man null CO2 über den gesamten Lebenszyklus eines Hauses, also 50, 60, 100 Jahre, wie kann man das erreichen? Man muss also quasi während dem Betrieb mehr CO2 einsparen, als also quasi negatives CO2 produzieren, fast schon, dass man quasi das CO2, was in der Fundation gebraucht wird, also der Beton gebraucht wird, dann muss man wie quasi negativ kompensieren. Das ist möglich, weil man mehr nachhaltige Energie, also rechnerisch, weil man mehr Energie, also mehr Strom produzieren kann. Also man hat einen Überschuss an Strom. Also man kann das dann berechnen. Und eigentlich in einem Netz von lauter solcher Häuser würden wir netto null als Gesellschaft, aber auch als Land, kann man das schaffen. Und es kann attraktiv sein. Ich glaube, das ist das, woran wir arbeiten wollen. Also wir dürfen jetzt die Resultate hiervon noch nicht publizieren. Stefan hat mir das heute gesagt. Aber da gibt es dann einen kleinen Report dazu, den dann öffentlich einsehbar ist. Ja, und jetzt sind wir natürlich auch gespannt, wie das weitergeht. Dann, wir haben dann verschiedene Renderings gemacht, aber wir wissen noch nicht, wie die Materialität genau aussieht. Also momentan ist das Projekt ist jetzt in diesem Gestaltungsplanverfahren, das geht ein Jahr. Wir sind mit dieser Forschungsarbeit noch beschäftigt und werden dann die Planungsarbeiten Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr wieder aufnehmen und dann versuchen, eigentlich mit diesen Rahmenbedingungen, eben wir haben schon verschiedene Materialtests gemacht, dass netto null für eine zukunftsfähige Baukultur und Architektur umzusetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt doch Spielfilmlänge. Tut mir leid. Das ohne Werbepausen. Vielen Dank für den Vortrag. Sehr spannend. Ich würde sagen, wir machen es mit den Fragen so, dass jeder, der eine Frage hat, die einfach in den Chat reinstellt und dann in der Reihenfolge von dem Chat Sie die Fragen dann aber auch selber stellen dürfen. Das heißt, ich schalte es jetzt so ein, dass Sie Ihr Mikrofon anmachen dürfen, nur damit nicht zwei Fragen gleichzeitig kommen, die Fragen in den Chat reinschreiben und in der Reihenfolge vom Chat dann, ja, wenn die eine Frage beantwortet ist, dann dürfen Sie die nächste stellen, wenn Sie im Chat als nächstes die Frage reingeschrieben haben.